Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute mit der nächsten Folge, Cops. Wir sind ja in der letzten Folge kläglich gescheitert an einem Auftrag. Wir haben leider unser Leben liegen lassen auf der Straße. Warum? Weil wir, finde ich, falsch reagiert haben. Wir hätten nicht das Feuer gleich eröffnen sollen. Wir hätten den Wagen erstmal sichern müssen, warten, bis der Kollege da ist. Das war na klar mein Fehler. Passiert mir nicht. Heute sind wir, ihr seht's, in Zivil unterwegs. Wir werden uns mal ein bisschen still und heimlich unter das Volk mischen. Und ich würde sagen, wir holen uns die Verbrecher von der Straße weg. So, Grand Theft Auto. Schauen wir mal, was wir tun können. Wo komme ich da vorne rüber? Links. Catch up the pursuit. Jawohl, das versuchen wir. Gucken, wo er sich befindet. Er findet sich oben oder unten. Ich glaube, da geht es nur unten durch, oder? Ich glaube, da kommt man oben gar nicht drüber. Wir müssen, glaube ich, runter. Ja, ich glaube, da vorne. Zack. Nein! Das wäre doch jetzt der perfekte Stunt gewesen. Da unten fährt er. Den schnappen wir uns. So. Blaulicht an, Attacke. Ja, euch gefällt ja die Serie richtig, richtig klasse. Das gefällt mir bombig. Bombig, bombig, weil ich werde hier eins nach dem anderen für euch einbauen und möchte deswegen noch lange, lange zocken. Das heißt für euch fleißig liken, fleißig kommentieren. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht beim Installieren der Mod, fragt mich einfach. Schreibt es in die Kommentare, ich antworte immer, ihr wisst ja, vielleicht nicht sofort, ich bin nicht der Schnellste im Kommentieren, aber ich möchte eigentlich so gut wie jedem antworten. So, jetzt aber mal volle Konzentration auf den. Jetzt machen wir es diesmal anders, ich bringe ihn zum Stoppen, das heißt wie immer, wir holen mal das SWAT-Team dazu. Machen keine halben Sachen, wow, der ist rechts rüber, shit. Mein Gott, hey, habe ich einen Fahrstil? Und jetzt machen wir mal die Felgen kaputt. Scheiße, das sind zwei. Na! Komm schon. Ja, soll ich jetzt mit dem Feuermelder? Raus, Freunde, raus, 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 raus. Okay, der will nicht. Dann wenden wir Gewalt an. Scheiße! Go down! Boah, was ist jetzt los hier? Kollegen waren angeschossen. Überfahren. Rücksichtsloses Pack. Stop! So, noch ein Schuss. Mein Gott, hey, mein Aim unter aller Kanone. Wenn ich jetzt nochmal schieße, stirbt er bestimmt. Der andere müsste mal aus dem Schussfeld. Jetzt haben wir ihn. Kollege, komm, move, 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 move. Elektroschocker klar machen. Gleich haben wir ihn. Oh, der ist verdammt schnell. Muss noch näher rankommen. Move, 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 move. LSPD, stop, man. Jawohl, jetzt haben wir ihn. Und drauf, Kollegen. Go down. On your knees, man. Okay, ihr habt das alles im Griff. Wie weit ist denn der andere schon geflohen? Willst du mich verarschen? Brauchen wir mal noch ein Fahrzeug. Den nehmt ihr mit, Jungs. Hab ich mit nichts zu tun. Bin ich mal gespannt, ob wir den anderen noch bekommen. Bitte aussteigen. Dieses Fahrzeug ist beschlagnahmt. Weg geht's hier, komm. Ich muss den anderen noch schnappen. Da kann man auch mal so eine chillige Möhre nehmen, würde ich sagen. Den guten alten Bulli.
Da vorne, da läuft er. Den kriegen wir noch. Die Kollegen sind auch schon hinterher. Ist er auf der Brücke? Ja, ich glaube ja. Ja, gut. Der Kollege ist ja zum Glück hinterher. Nicht gerade das beste Auto für eine Verfolgungsjagd. Mit 5 km/h hinterher. Ah, hier, Village People auch schon anwesend. Alles klar. So, da haben wir ja gleich. Ach, perfektes Gefängnis gleich nebendran. So, Weg abgesperrt. Ab zum Kollegen. Ja, mein Gott, Bob, was ist mit dir los? Muss ich denn hier alles selber machen? Scheiße, ich habe den Elektroschocker noch drin. Nein. Jetzt. Komm, Bob. Schnapp ihn dir. Jawohl. Sehr schön. Jawohl, der hat auch keine Gnade. Klemm mal zweimal den Elektroschocker rein. Und runter mit dir. Also nur ein Socken. Der ist ja richtig fertig, der Junge. So. Sie sind verhaftet. Mal die Kollegen holen, dass sie den mitnehmen. Somit haben wir den Auftrag erfolgreich erledigt. Joseph McRoll. Okay. Die Stadt wieder ein bisschen sauberer. Die Kollegen sind ja schon richtig fertig aus teilweise. So, dann holen wir gleich mal die noch, weil ich brauche ja wieder ein Fahrzeug. So, da unten kommen die Kollegen. Die brauchen immer so lange. Immerhin kommt dann mein Fahrzeug. Die sind jetzt unter der Brücke. Das seht ihr links unten. Da das blaue Pünktchen. Das sind die eigentlich, wo die mitnehmen sollen. Mal gucken, ob wir den mitnehmen können. Steigen wir mal ein hier bei denen. Sind wir jetzt nicht mehr zivil unterwegs. So nimmt halt das Leben seinen Lauf. Alles klar. Soll der Siegkacke wieder. Ah, die Jungs sind gerade gekommen. Was? Will ich mich verarschen? Also das Spiel hat doch immer wieder Überraschungen für sich. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich jetzt schon eine Folge aufgenommen habe. Und dachte mir so, was läuft da schief? Aber das kann ich keinem zeigen. Also wenn ihr Bock drauf habt, so ein paar Fail-Folgen, wo es richtig drunter und drüber geht und alles schief läuft, dann schreibt es mal unten rein. Dann bringe ich wirklich mal so eine Folge. Und dann seht ihr, dass nicht immer alles zu 100% klappt, läuft, aber richtig Fun macht. So, wenn ich jetzt mal noch ein Fahrzeug bekomme, wäre es nicht von schlechten Eltern. Ich glaube, da vorne kommen die Kollegen. Jawohl, da kommen sie. Dann klauen wir mal denen das Fahrzeug. Und stopp. Oh, ein Interceptor sogar. Das sage ich nicht nein. Danke, Jungs, für das Fahrzeug. Ihr wisst ja, nehmt die Beine in die Hand und lauft eure Strecke. So, wenn wir jetzt gerade in der Gegend sind, schauen wir mal, ob wir uns noch einen neuen Kollegen dazu nehmen können. Hier ist der Eingang, okay. Ab auf die Wache. Ach, hätte ich das gewusst, hätte ich auch hier laufen können. Aber naja, wir sind ja faul. Die Jungs können gerne zu zweit laufen. Zu zweit ist sowieso immer schöner. So. Ich hätte dich gerne mal als Kollegen. Okay. Schön, dann haben wir jetzt einen Kollegen. Auf geht's, Junge. Dann sind wir jetzt nicht allein. Dann können wir sagen, wir trauen uns mal wieder, richtig, ins Ghetto. Richtung Downtown, würde ich sagen. Und in dem Sinn, danke wie immer fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge in Downtown. Macht's gut. Bis dann, euer Chief Yogi. Ciao.